Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, nach unserem Video von letzter Woche, wo wir Backpulver, Sahne steif und Puddingpulver hergestellt haben, ohne diese fertigen Tütchen zu kaufen, und der Resonanz auf das Video, haben wir uns entschlossen, ja, noch ein paar weitere Videos aus der Reihe zu machen. Ich habe zwar schon immer wieder in den Koch- und in den Backvideos zwischendrin den einen oder anderen Tipp gegeben, aber ich denke, diese Videos, wo dieses, ja, die Vorgehensweise gebündelt vermittelt wird, ist, glaube ich, für viele von euch ja praktischer. Und deswegen heute mal Teil 2. Das Ganze geht auch ohne Tütchen und Fertigpulver. So, wir haben bald Erdbeersaison. Oder Obstkuchen, lecker. Obstbödemchen, Obst drauf, ein bisschen Torteguss, lecker. Tortenguss? Ich habe mal wieder im Fundus gewühlt und habe hier mal zwei Päckchen. So, die Marke ist ja letztendlich egal. Es gibt den klaren Tortenguss und es gibt mittlerweile auch, ja, roten gibt es schon lange, aber mittlerweile auch mit Erdbeergeschmack. Wollen wir uns mal die Zutatenliste angucken? Bei dem klaren, was steht drauf? Stärke. Geliermittel, Carrageen, Säurungsmittel, Calcium, Tartare und Festigungsmittel, Calciumchlorid. Ja, Carrageen, nicht besonders, also wird eigentlich aus Rotalgen gewonnen, steht im Verdacht, krebserregend zu sein und unser Darm mag das Ganze auch nicht so gerne. Kommt zwar ursprünglich aus der Rotalge, aber ja, wieder ein Zusatzstoff, den können wir vermeiden. Und wie wir jetzt einen klaren Tortenguss auf Vorrat herstellen, das zeige ich euch jetzt. Dafür habe ich wieder mal mein Gläschen, ist nicht mehr viel drin. Tortenguss. Fangen wir mal an. Glas auf die Waage. Wir brauchen Kartoffelmehl oder Kartoffelstärke. Das ist im Prinzip das Gleiche. Und ich könnte es auch mit Speisestärke aus Weizen oder aus Mais machen. Hat aber einen kleinen Nachteil, das wird beim Abkühlen auf dem Kuchen nicht klar. Die Kartoffelstärke wird, wenn sie abgebunden hat auf dem Kuchen, wie der normale Tortenguss auch klar. Das heißt, ich kann das Obst erkennen. Wenn ich Speisestärke verwende, wird es trüb. So, das heißt, wir brauchen für einen Tortenguss 10 Gramm Kartoffelmehl oder Stärke. Das heißt, wir nehmen jetzt 20. Jawohl. Und wir geben die gleiche Menge an Puderzucker dazu. Beim Puderzucker, auch im letzten Video, was kostet Zucker? Wenn ich ein Kilo Zucker kaufe, zahle ich so zwischen 1,30 bis 1,50, vielleicht auch mal 1,70 das Kilo. Wenn ich Puderzucker kaufen will, bezahle ich zwischen 2 und 3 Euro, je nach Marke. Warum eigentlich? Puderzucker ist in einer stabilen Pappschachtel, die innen drin nochmal einen Papierbeutel hat, der von innen wiederum beschichtet ist. Im Übrigen genauso wie Vanillezucker und Backpapier. Jemand hatte geschrieben, ist ja nur Papier, kann recycelt werden. Stimmt nicht ganz, weil die Dinger von innen immer beschichtet sind. Auch diese Beutelchen sind hier nicht nur Papier, da ist inne eine Beschichtung, damit das eben nicht feucht wird. So, und wenn ich mir überlege, dass ich meinen Puderzucker selber mache, Müll spare und natürlich auch Geld spare. Einfach den Zucker in den Thermomix, in den Blender, in eine Kaffeemühle, was auch immer ihr da an Mixern, die gut funktionieren habt, rein. Lang genug laufen lassen und dann habt ihr aus dem normalen Zucker Puderzucker gemacht. So, bevor die Waage jetzt aber auf Null springt, muss ich jetzt noch 20 Gramm Puderzucker hier reinhauen. Jawohl. So. Deckel drauf. Gut durchmischen. Und schon ist mein klarer Tortenguss fertig. Und zwar, wie immer, ich schreibe mir das hier drauf: 20 Gramm auf ein Viertel Liter Flüssigkeit. Und ich habe einen klaren Tortenguss. Was kostet jetzt hier, keine Ahnung, 10 Gramm, 20 Gramm Puderzucker, 20 Gramm Kartoffelmehl, ein Klicker und ein Knopf, deutlich weniger als diese Beutelchen und auch deutlich weniger Müll auf die Menge betrachtet, die ich aus einem Päckchen Kartoffelstärke oder Kartoffelmehl und aus einem Päckchen Puderzucker herstellen kann. Ja,
Entzaubert. Tortenguss, klar. Wenn ich ihn farblich haben möchte, was hindert mich daran, wenn ich zum Beispiel rote Früchte habe? Bleiben wir beim Erdbeerkuchen, die kommen ja jetzt dann im Mai auch irgendwann aus Deutschland. Wenn ich den Viertelliter Wasser nehme, gehe hin, nehme zwei, drei Esslöffel ab, hau mir zwei, drei Erdbeeren in die Flüssigkeit, Mixstab rein, das Ganze durchsiebt, dann habe ich erstens mal schon Geschmack in dem Tortenguss, in dem Wasser und habe zweitens auch eine schöne Farbe da drinne und kann ihn dann ganz normal binden. Alternativ, wenn ich Obst aus dem Glas nehme, egal ob Kirschen oder, da habe ich eine farbige Flüssigkeit, kriege ich dann auch damit einen farbigen Tortenguss. Und die dritte Möglichkeit, wenn jetzt die Obstsaison wieder startet, kann ich ja auch aus Obst Sirup machen. Und dann kann ich einfach in meine Flüssigkeit für den Tortenguss einen kleinen Schuss Sirup reinmachen. Dann habe ich nicht nur die Farbe, sondern habe auch den Geschmack. Mit einem Produkt ganz viel abgedeckt. Gehen wir mal weiter. Tortenguss entzaubert. Ja, dann habe ich noch was, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Und zwar Sahne, Kochsahne. Man greift ja immer nach Möglichkeiten, wo kann ich Kalorien einsparen. Und wenn man ja Sahne, reguläre, normale Sahne hat ja mindestens ja 30% und hier steht 15 drauf. Wow, ich kann doppelt so viel essen. Und ja, nee, guckt euch mal die Zutatenliste an. Ich lese vor. Trinkwasser. 24% Buttermilch, 15% pflanzliche Öle und Fette in Klammern Raps und Palm, modifizierte Stärke. Wir wissen vom letzten Mal noch, wenn sie als modifizierte Stärke deklariert wird, wurde sie chemisch verändert, die normale Stärke. Dann kommt da noch ein Emulgator, Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren hinzu, Stabilisatoren, oh Gott, das kriege ich nicht mal ausgesprochen. Methylcellulose, Guacamole, okay. Säurungsregulatoren, Natriumcitrat, Zitronensäure. Dann ist da noch Aroma drin, Farbstoff Carotin. Okay. Das soll eine Sahne sein zum Schlagen. Creme fine zum Kochen. Nicht zum Schlagen, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich Sahne in meinem Essen haben und jetzt habe ich hier einen wilden Mix von irgendwas. Da ist nicht mal Milch drin, sondern nur Buttermilch. Und ansonsten Palmöl. Braucht das jemand? Will das jemand? Stärke, jede Menge E-Nummern. Warum macht man sowas? Wenn ich Kalorien sparen will und möchte trotzdem eine Soße, egal ob ich jetzt ein Curry koche oder ans Gemüse oder in eine Soße. Leute, macht einfach Milch. Und rührt ein kleines bisschen Milch mit Speisestärke an und gebt die dazu, dann habt ihr im Prinzip das Gleiche ohne diese ganzen E-Nummern. Also das hier ist echt rausgeschmissenes Geld. Von der dicken Kunststoffverpackung, von der Müllmenge mal abgesehen. Milch hat jeder zu Hause, Speisestärke in der Regel auch. Das kann ich eins zu eins ersetzen, einfach indem ich, keine Ahnung, einen Teelöffel, anderthalb Teelöffel mit ein bisschen Milch anrühre, Milch auffülle, ab in die Soße. Und schon habe ich den gleichen Effekt. Und das Gleiche, ach ja, wer es nicht tierisch haben will, es geht natürlich auch jede, ja, Milchalternative, die ganzen pflanzlichen Milchprodukte, egal ob Hafer oder Mandel oder, das geht genauso. Bringt natürlich einen eigenen Geschmack mit. Genauso wie diese Kochcreme zum Verfeinern. Wow, sogar nur 7% Fett. Lesen wir uns mal durch. Wo ist die Zutatenliste? Wow, hier ist Vollmilch 83%, Sahne 15%, modifizierte Stärke, Milcheiweiß und wieder als Stabilisator das Carrageen. Leute, das ist im Prinzip nichts anderes wie Milch mit einem Schuss Sahne und ein bisschen Stärke. Warum muss ich dafür so eine stabile Kunststoffflasche kaufen? Warum muss ich dafür so viel mehr Geld ausgeben? Für das Geld kriege ich einen ganzen Liter Milch und habe hier nur ein Viertel Liter von dieser Kochcreme oder Kochsahne. Das kann man sich getrost sparen. Milch hat man in der Regel zu Hause, ein bisschen Stärke rein. Gleicher Effekt. Da ist nicht wirklich drin, was drauf steht, nur jede Menge Chemiebaukasten.
braucht kein Mensch, also wir nicht. Einfach Milch, ein bisschen Stärke und schon brauche ich diese Convenience-Produkte, die vorgaukeln, ich kann mich leicht ernähren und Kalorien sparen, ersetzen. Und wer nicht auf die Figur achten muss, der kann ganz einfach normale Sahne nehmen. Die Dosis macht das Gift. Lieber ein bisschen weniger, dafür den richtigen Geschmack. So, dann kommt noch was, was glaube ich auch in vielen Haushalten zum Einsatz kommt. So eine klassische Mehlschwitze. Praktisch, ne? Mehlschwitze, Butter und Mehl im Topf, Anschwitze, Stück für Stück mit Flüssigkeit auffüllen. Und dann weiß man nie, hat man jetzt genug Mehlschwitze produziert? Ist es zu viel? Nachher habe ich so eine Dippe Soße, damit die Konsistenz passt. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Ich habe das schon in anderen Videos immer mal erzählt, aber noch nie vor der Kamera gezeigt. Und deswegen machen wir das jetzt. Bevor ich das mache, noch eine Sache zu meinen Behältern. Es kam beim letzten Video, wurde geungt, ja, das ist ja auch Müll und alles ist in Originalverpackungen. Es besteht kein Grund, das in Plastik umzufüllen. Auch das ist dann letztendlich wieder Müll. Eins möchte ich dazu sagen, ich habe hier meine Behälter schon sehr, sehr lange. Natürlich ist es Kunststoff, aber das, was ich neu mache, fülle ich alles in Gläser ab. Ja, meine alten Honiggläser war ja mal Imker. Und ich würde es für mich persönlich als extrem scheinheilig finden, wenn ich jetzt einfach nur für die Kamera hier alles in Gläsern hinstelle. Und ich würde es auch sehr wenig nachhaltig finden, wenn ich meine Kunststoffbehälter, die ich seit Jahren im Gebrauch habe, in den Müll haue, nur um politisch korrekt nachhaltig zu sein und dann neu Gläser kaufe, um alles umzufüllen. Das hat für mich mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Wenn ich etwas habe, was funktioniert, was in Ordnung ist, dann benutze ich das, bis es nicht mehr funktioniert oder in Ordnung ist. Dann kann ich es austauschen. Aber ich produziere keinen Müll, nur um politisch korrekt und nachhaltig zu sein. Diese ganze Geschichte ist ja auch was, es passiert nicht über Nacht. Mir wird nicht von jetzt auf gleich vom Wegwerftyp zum nachhaltigen Typ. Das ist eine Entwicklung, die geht ja in Etappen. Und bei meinem Messbecher habt ihr das ja gesehen, irgendwann mein Kunststoff, der wurde trüb, der hat Farbe angenommen, dann habe ich ihn gegen einen Glasmessbecher ausgetauscht. Das wird mit den Dingern auch irgendwann passieren, aber nicht jetzt, nur damit ich vor der Kamera nachhaltig bin. Nachhaltiger ist für mich in dem Fall, die zu benutzen, bis sie nicht mehr zu benutzen sind. So, dann gucken wir mal. Ich habe hier eine Schüssel gerichtet. 250 Gramm zimmerwarme Butter und 250 Gramm Weizenmehl. So, und dann machen wir das Ganze mal an. Und verrühren das, bis wir eine homogene, geschmeidige Masse haben. Ja, ich hätte sie noch ein bisschen weicher werden lassen können. Wird jetzt ein bisschen mehr Arbeit. Erinnert jetzt erstmal an Streusel. Zucker, ne? Ja, für Streusel wird noch Zucker fehlen. Aber wir wollen ja keine Streusel machen. Ja, die Butter hätte können noch eine Stunde länger draußen liegen. Dann wäre das jetzt einfacher gegangen. Aber mit ein bisschen Geduld kriegt man das auch glatt. Ich hatte die Schüssel kurz ins warme Wasserbad gestellt, damit die Butter mir schneller weich wird. Und habe das jetzt hier ordentlich zu einem Teig verbunden. Wichtig ist, dass dass ich eine homogene Masse habe. So, jetzt machen wir die mal aus. Dann habe ich hier zwei Teelöffel oder einen. Und dann mache ich mir einfach von dieser Mehlbutter hier auf ein Blech mit Backpapier so kleine Häufchen. Mal größer, mal kleiner, damit ich je nachdem, wie viel Menge muss ich denn jetzt binden, kann ich mir mal ein kleineres oder auch ein größeres nehmen und kann die dann auf dem Blech einfrieren. Und wenn diese Häufchen, ja, Kügelchen durchgefroren sind, packe ich die in eine Dose oder in einen Beutel. Und immer wenn ich dann eine Soße habe oder Gemüse habe, was ich gerne binden möchte, wo ein bisschen Flüssigkeit drin ist, dann schnappe ich mir hier so ein tiefgefrorenes Teil, schmeiße das mit in die Soße rein, das löst sich langsam auf,
bindet mir die Soße, ist im Prinzip das gleiche wie eine Mehlschwitze, ohne dass ich das hier brauche. Und habe ich schon vorgelesen, was da drin ist? Möchtet ihr es wissen? Mal gucken, ob ich es direkt finde. Tipp, 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 tipp. Ich habe es doch gerade eben noch gelesen. Zutaten: Weizenmehl und Palmfett. Palmfett. Jeder von uns oder viele von uns versuchen das zu umgehen. Und es ist mittlerweile, weil es eben so billig ist, überall drin. Und wer von euch würde denn zu Hause eine Mehlschwitze machen und nicht Butter oder Margarine verwenden, sondern Palmfett? Ich kenne keinen. Die Dinger werden aber verkauft, millionenfach, total überteuert. Und mit Palmfett? Nö, brauchen wir nicht. Hier haben wir eine Mehlbutter, die genauso gut bindet, die ich mir auf Vorrat mache und immer dann so ein Bröckchen, zwei oder drei, je nachdem wie viel Soße ich im Topf habe, reinschmeiße. Und warum funktioniert das? Warum wird das Ganze dann nicht krümelig? Warum kriege ich eine schöne Bindung ohne Klümpchen hin? Das Fett von der Butter schließt sich um die einzelnen Mehlpartikel und dadurch können die nicht zusammenkleben. Deswegen ist es wichtig, hier lieber eine Minute länger rühren, damit das wirklich das Fett komplett die einzelnen Mehlpartikel umgibt. Und schon kriege ich damit klümpchenfrei jede Soße wie eine Mehlschwitze gebunden. Und brauche nicht sowas Teures, das wieder Pappe, innen drin Papier, das auch wieder beschichtet ist. Auch den Müll brauchen wir nicht, davon abgesehen, was hat das Ding gekostet? Knappe 2 Euro, glaube ich. Ich gehe in den Supermarkt und kaufe Sachen, die ich nie verwende. Mal gucken, wo ich die loskriege. Ja, aber auch diesen Mehlschwitz-Dreck brauchen wir nicht. Auch das kriege ich mir problemlos so gezaubert. Und ja, in der Tiefkühltruhe oder im Gefrierschrank, wie lange brauchen die Dinger? 2-3 Stunden, dann sind die durchgefroren. Dann kommen sie in eine Tüte und ich kann darauf zurückgreifen, ohne dass ich mir jedes Mal die Arbeit machen muss. Wenn ich mit Mehl arbeite und damit eine Soße binde, klar, das ist bei anderen Mehlprodukten nicht anders. Die muss immer ein paar Minuten kochen, 10 Minütchen langsam köcheln, damit der Mehlgeschmack weggeht. Und ich brauche kein Fertigzeug mehr. Ich mache das noch fertig, stelle das in die Truhe und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, freuen wir uns natürlich wie immer über einen Daumen hoch, einen Kommentar und klar auch ein Abo. Bis zum nächsten Mal.